Leute, willkommen zu einer neuen Runde Let's Rise. Und ja, letztes Mal haben wir ja ganz knapp unser nächstes Level verfehlt. Und jetzt schauen wir gerade mal auf die Eroberungskarte. Wahrscheinlich sind wir abgestiegen, würde ich sagen. Ja, wir sind abgestiegen, was aber jetzt nicht allzu schlimm ist, weil irgendjemand von euch hat wieder gespielt und wir haben wieder eine Provinz. Brauchen wir noch so ein paar, dann steigen wir wieder auf. Wobei das ja auch nicht schlimm ist. Ich meine, Rang 5 ist ja ganz okay. Spielen ja einige von euch. So, dann holen wir uns jetzt dieses Mal die Parrot-Geschütze hier. Obwohl das jetzt noch nicht so wirklich viel bringt. Und, oh, die brauchen wir eigentlich auch noch gar nicht, aber naja, nicht so schlimm. Und dann holen wir uns beim übernächsten Mal Mimasaka und dann Bitzen. So, falls wir alle Schlachten gewinnen natürlich. Dann gehen wir mal hier auf diese Karte. Mal ein Gefecht führen, gemischte Avatare zulassen und passendes Spiel finden. Ja, wie vielleicht man ein bisschen hört, bin ich, ja, etwas erkältet, aber das soll jetzt nicht so schlimm sein. Ich finde, es geht. Ich höre mich jetzt nicht ganz so schlimm an. Und ja, so, das müssen wir mal warten ein bisschen. Hoffentlich spielen gerade ein paar Leute das Spiel. So. Ja, wir suchen immer noch weiter einen. Letztes Mal ging es ein bisschen schneller. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich einen gefunden habe. Ah, wir haben einen gefunden. Gut, dann brauche ich gar nicht das beenden. Und es ist ein Level 5 Gold-Typi. Ach du Scheiße. Entweder wir haben jetzt ganz viel Luck und er kann mit so wenig Geld nicht spielen. Oder wir kriegen richtig fett eine aufs Maul. Ja. So, jetzt werden wir uns erstmal ein paar unserer Elite-Einheiten holen. Zum Beispiel Swisscronk HD ist seine Einheit oder Mr. Jung, Dominator, Rebellus, Nils, First Talk Army, Infanterie Schwarzer Bär und BK Mackie. Seine Truppen holen wir uns vielleicht auch mal. Vielleicht brauchen wir nicht ganz so viele von denen hier, dann holen wir uns lieber noch ein bisschen was in die Richtung. Zwei Einheiten, ja, weiß nicht, nehmen wir die doch nicht mit und nehmen dafür lieber mal eine Einheit Kavallerie und noch eine Einheit Speerträger mit. Jetzt haben wir noch 120 Geld übrig. So, anstelle von, ja, keine Ahnung. Ja, dafür können wir uns noch die Einheit hier holen, dann ist das Geld jetzt auch einigermaßen gut ausgegeben. Jetzt haben wir 1, 2, 3 Einheiten Speerträger, 2 Einheiten Kavallerie. 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten Infanterie Schwarzer Bär. Ich denke, das sollte einigermaßen gut reichen. Ah, das ist auch ein Fall of the Samurai-Spieler. Oh je. Das wird jetzt nicht ganz so lustig. Ja gut. Dann wäre es halt unsere erste Niederlage. Ich weiß ja noch nicht, wie es aussieht. Oh je, weil... Ja, ich meine Level 5 Gold, ich denke, der hat schon einiges an Spieleerfahrung. Und ich meine, das ist Level... Keine Ahnung, ich glaube, es ist Level 25 oder so. Nee, 35. Weiß nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, entweder 25 oder 35, ich weiß es jetzt nicht gerade so. Was es da alles noch für Sachen gibt, so dazwischen. Auf jeden Fall wird er einiges an Erfahrung haben und sich gerade wahrscheinlich richtig, richtig freuen, damit er so ein Opfer hat wie uns. Denkt er sich, aber wir werden es ihm nicht einfach machen. So. Also ich denke, es sind 25, weil 10 Bronze, 10 Silber und dann noch 5 Gold-Level im Prinzip. So, was ist das denn hier? Enthüllt die Aufstellung aller nicht versteckten feindlichen Einheiten. Aha. Super. Also, und wir müssen gucken, damit wir irgendwie das schaffen. So, und wir werden uns natürlich gleich in einer langen Linie aufstellen. Dann werden wir hier einen Trupp hinstellen, da einen Trupp hinstellen und da einen Trupp hinstellen, beziehungsweise den Trupp noch ein bisschen hier rüber.
Dann werden wir unsere Kavallerie auch noch irgendwo aufstellen. Eine an der Flanke, eine an der Flanke. Und ja, dann können wir mal anfangen. Ich wette, der Typ hat Artillerie und bombt uns gleich tot. Wenn er Artillerie hat, dann werden wir uns diese Teile da holen und dann kann er uns auch ja, relativ am Arsch lecken, sagen wir es mal so. Ja, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen vorgehen. Den gehen wir davor natürlich, mit denen gehen wir davor. Den gehen wir erstmal davor. So, alles was geht nach vorne schicken. Und ich denke, wir werden diese Teile nicht erobern können. So, und irgendjemand hat gesagt, ich soll so ein Teil reinmachen und so eine Sache hier, was das ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Defensivmodus, hier, ja gut. Okay, danke für den Tipp. Ja, mit dem gehen wir jetzt mal wieder zurück. So, und jetzt werden wir uns so aufstellen hier mal. Rückzug. So. Und mit denen stellen wir uns dahin. So. Komm du Feigling. So, jetzt können wir hier mit den Truppen ein bisschen so hinstellen hier. Schießen die eigentlich hier? Warum können die denn nicht schießen? Wahrscheinlich hat der Gegner hier eine gesteigerte Reichweite drin. Ja, das ist logisch. Dem seine Truppen sind natürlich viel, viel besser. Oh Gott, jetzt kommt auch noch Kavallerie, die ich voll übersehen habe. Ja, das war natürlich... Ja, also man muss es einfach so sagen, es ist sehr, sehr unfair, wenn man gegen einen hat, spielt, der ein so sehr höheres Level hat, als man selber. Da kann man einfach nichts gegen machen. Das ist einfach so. Ja, gesteigerte Reichweite haben sie vermutlich. Ja, natürlich haben sie gesteigerte Reichweite. Eure Männer laufen davon, mein ja. Dann guckt euch mal das Erfahrungslevel von den Einheiten an. Kosten zwar Geld wie Sau, aber trotzdem. Wundere mich sowieso, woher hat er so viele Einheiten? Ich meine, die haben alle so viel Erfahrung. 2, 3, 4, 5 Einheiten, 6 Einheiten. Ja, das sind ziemlich viele Einheiten. Wir haben zwar ein bisschen mehr. Und er kann... Mein Lord, eine komplette Einheit ist gefallen. Der kann wenigstens nicht ganz so weit schießen hier. Naja. Was soll ich sagen zu der Schlacht? Das ist jetzt nicht so lustig gewesen. So. Ha.
Ja, natürlich, es ist einfach extrem unfair. Wahrscheinlich schreibt er jetzt, scheiß Noob oder so, wette ich. Aber ich meine, wenn man irgendwo Rang Gold ist oder so, hat man auch echt nichts Besseres zu tun, oder? So. Ich wette, er wird nicht angreifen. So, schnell los, Leute. Bevor er stehen kann oder stehen bleibt. Oh Gott. Wenigstens seine Veteranen haben wir einigermaßen angekratzt hier. Wir könnten unsere auch mal schießen, oder wie sieht's aus? Naja. Sinnlos. So, jetzt stellen wir uns wenigstens noch ehrenhaft dahin. Naja. Schießt auf die Reiter, kommt Leute. Na, darauf habe ich jetzt auch nicht aufgepasst, aber es ist ja sowieso egal, wir hätten sowieso verloren. Schießen die eigentlich noch irgendwann? Ja, das ist noch so ein anderer Punkt, das sind unsere Truppen verbuggt, weil schon hätte der da einige Verluste gehabt. Ja, gut, also danke euch, dass ihr so schön geschossen habt. Als der Gegner in Reichweite war, ja gut, also die Schlacht war jetzt nicht sehr heldenhaft, weder von uns noch von unserem Gegner. Das war irgendwie schon klar, als wir in das Spiel reingegangen sind. Dass nichts wird. Ja, wenn wir es geschafft hätten, dann wäre es natürlich übel gut gewesen, aber pff, das kann man vergessen, die Truppen sind dafür einfach viel zu stark gewesen von ihm. Allein schon durch die verbesserte Reichweite, das kann man total vergessen. So, hätte er die gleiche Reichweite gehabt wie wir, wäre es vielleicht ein bisschen spannender geworden. Natürlich habe ich auch an vielen Stellen relativ stark gefailt, aber mal ehrlich, es war sowieso sinnlos eigentlich. Nachdem unsere Truppen da nach vorne marschiert sind und am Anfang schon beschossen wurden, gleich, ja, das war eigentlich schon fertig danach. So, dann gucken wir mal, was es uns gebracht hat, die Schlacht zu schlagen. Ja, unsere erste Niederlage. In Teil 14, glaube ich. Oder 15, ich weiß es gar nicht. Ja, immerhin sind wir einen Rang aufgestiegen. Und wir haben Tango sogar erobert. Okay, cool. Haben dadurch auch die Parrot-Geschütze bekommen. Und einen Veteranen-Slot freigeschalten. Clanmarken erhalten. Eine zwar nur, aber passt schon. Und die Infanterie Schwarzer Bär kriegt jetzt erstmal keinen Namen, sondern erst wenn ich mal wieder so ein Special Teil mache, einen Special Part mache. So, ja, dann gehen wir mal zurück. Gut, es war jetzt eine Niederlage, das war irgendwie auch klar. Aber immerhin haben wir die Stadt trotzdem bekommen und können dann nächstes Mal nach Mimasaka und danach Bitzen. Gut, also dann war das mal wieder der Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen und trotz der Niederlage. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.